Eine besondere Ausstellung wurde im Ungarn-Deutschen Bildungszentrum in Baye eröffnet. Ja, es ist für uns eine sehr große Freude, dass im Ungarn-Deutschen Bildungszentrum eine ganz besondere Ausstellung heute eröffnet wird. Diese Ausstellung ist deswegen eine besondere Ausstellung, denn es gibt hier Fotos, ist eine Fotoausstellung, aber aus den Titelseiten von einer Zeitschrift. Diese Zeitschrift ist die Bácskaer Spuren und das war der Anlass zu dieser Ausstellung. Es ist nämlich so, dass die Bácskaer Spuren 15 Jahre lang, schon seit 15 Jahren immer wieder erscheint, viermal in einem Jahr. Es sind also schon 65 Exemplare, 65 Nummern erschienen. Redakteur Alfred Manns betonte in seiner Begrüßungsrede das Motto der Zeitung: Spuren suchen, Spuren hinterlassen. Herr Alfred Manns, der Redakteur der Bácskaer Spuren ist, hatte die Idee, dass wir dieses schöne Ereignis, die 15 Jahre, mit einer Ausstellung feiern könnten. Das habe ich sehr gerne unterstützt, denn ich finde, dass das ein Anlass ist zum Feiern, dass in einer Region, wo Ungarndeutsche leben, eine Regionalzeitschrift gibt, wo die Tätigkeiten dokumentiert werden, was die Ungarndeutschen ausführen, wo die Vergangenheit der Ungarndeutschen dargestellt und erzählt wird. Ich denke, das ist ein Anlass zum Feiern. Dann habe ich aber überlegt, wie wird eine Ausstellung aus Zeitschriften. Und wo ich aber dann diese Bilder gesehen habe an den Wänden von dem Flur des Ungarndeutschen Bildungszentrums, ich war sehr beeindruckt. Denn diese Titelseiten, diese Fotos funktionieren sehr gut auch als Ausstellungsgegenstände. Die sind sehr schön. Ich bin natürlich voreingenommen, könnte ich sagen. Ich begleite nämlich dieses Projekt seit dem Anfang, seit 2005. Manchmal schreibe ich auch Artikel oder ein paar Berichte in die Bácskaer Spuren oder ein Foto. Wenn ich ein schönes Foto habe, dann erscheint das in den Bácskaer Spuren, so wie von anderen begeisterten ehrenamtlichen Journalisten in Anführungszeichen. Wir sind nämlich keine Journalisten, wir sind begeisterte Ungarndeutsche, die gerne berichten darüber, was passiert ist. Also ich finde, die Ausstellung ist sehr schön gelungen und das ist wirklich sehr würdig, zu diesem Anlass passend, dass wir uns freuen, dass es diese regionale Zeitschrift gibt. Warum freuen wir uns darüber hier im Ungarndeutschen Bildungszentrum? Deswegen, weil unsere Aufgabe ist auch, was wir sehr gerne auf uns nehmen, dass wir die Identität der Ungarndeutschen am Leben erhalten, dass wir das weitergeben, dass wir die Ungarndeutschen Traditionen, die deutsche Sprache hier pflegen und den nächsten Generationen weitergeben und die Ungarndeutschen als Gemeinschaft erhalten. Und genau diese Ziele verfolgt auch Bácskaer Spuren. Das Ungarndeutsche Bildungszentrum unterstützt diese Zeitschrift. Der Herausgeber ist eine gemeinnützige Stiftung für die Deutschen in der Bácska. Und es wird unterstützt von deutschen Selbstverwaltungen. Es sind nämlich viele Pädagogen und auch Schüler, die auch Artikel schreiben in dieser Zeitschrift und die dann auf den Bildern erscheinen. Denn es wird sehr oft auch darüber berichtet, was in diesem Bildungszentrum passiert. Ich denke, das ist die größte Freude eigentlich, dass es etwas gibt, dass es vieles gibt im ungarndeutschen Leben hier in der Region Bácska, über die man berichten kann. Wenn man darüber berichtet, dann kann das auch andere motivieren. Und ich denke, das ist sehr schön und das stärkt auch das Gemeinschaftsgefühl. Und deswegen freue ich mich, dass diese Ausstellung heute eröffnet wurde und dass die Bácskaer Spuren schon seit 15 Jahren immer wieder herausgegeben werden. Und ich hoffe darauf, dass das weiterhin so gehen wird. Ziel der Bácskaer Spuren ist, die Kohäsion der lokalen deutschen Gemeinschaft zu stärken und den Gebrauch der deutschen Muttersprache auch in der Alltagskommunikation zu fördern.